Hallo und herzlich willkommen zu dieser Serie über den Surge Synthesizer. Diese Folge soll eine Übersicht über den Surge Synthesizer und dessen Features geben. Aber legen wir doch einfach mal los. So sieht der Surge Synthesizer aus. Es ist ein VST, das man in jede DAW reinladen kann. Und bevor ich jetzt so ein bisschen über den Surge Synthesizer rübergehe und ein wenig über die Features, und dazu nehme ich mir jetzt einfach mal die Webseite zu Hilfe. Der Surge Synthesizer zu finden unter surge-synthesizer.github.io. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Er wird beschrieben als Free and Open Source Hybrid Synthesizer. Dazu muss man jetzt erstmal wissen, Free und Open Source, das wird aktuell eigentlich immer mit FLOSS, F-L-O-S-S, also OSS von Open Source, Open Source Software eher, und Free heißt Free und Libre, und das bedeutet Open Source. Da kann man sich den Quellcode angucken, mehr aber normalerweise auch nicht, und Free und Libre bedeutet, er ist kostenlos, man kann ihn weiter kopieren, weiterentwickeln, eigenes Produkt daraus machen und. Das heißt, das ist ein komplett freies Produkt, das von einer sehr geschäftigen Community entwickelt wird, schon seit ein paar Jahren. Und es ist ein hervorragender Synthesizer, der unglaublich viele Features hat und bei vielen unterm Radar fliegt, völlig zu Unrecht. Vielleicht, weil er bis vor einiger Zeit jetzt auch nicht so super hübsch aussah und nicht ganz so state of the art ist, was so die modernsten Synthesizer mit Visualisierung und allem drum und dran haben. Aber dennoch, Visualisierung ist bei einem Synthesizer nicht alles. Er muss klingen und er muss können. Und Aussehen ist da eher so die B-Note, sage ich jetzt mal so. Ein hybrider Synthesizer deshalb, weil er viele verschiedene Syntheseformen hat. Er wird von Surge selber angepriesen. Wo sehe ich das jetzt gerade? Irgendwo stand hier, dass es ein hybrider subtraktiver Synthesizer ist. Das stimmt aber auch nicht ganz. Aber gehen wir einfach mal die Webseite runter. Hier sieht man Roger Lynn, der damals mit seinem MPE-Linstrument für den Surge Synthesizer Patches gemacht hat, weil der Surge Synthesizer natürlich auch MPE kann, schon sehr lange. So, zur Geschichte so ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher über das Jahr, wann das passiert ist, aber der Surge Synthesizer war mal Vemper Audio oder gehörte mal Vemper Audio, war ein kommerzielles Produkt, und irgendwann hat der Programmierer Kurazo diesen Surge Synthesizer freigegeben und seither wird der weiterentwickelt. So, und hier steht Synthesis Method Subtractive Hybrid. Der Surge Synthesizer hat in der aktuellen Version 1.9 zum Beispiel Oszillatoren und so weiter. Und was er zum Beispiel auch hat, er hat über 2000 Patches, wird es hier genannt, das sind Presets, und 614 Wavetables. Dann werden die Oszillatoren beschrieben, das ist auch ein sehr schönes Konzept. Und zwar gibt es insgesamt 12 verschiedene Oszillatoren-Typen. Das heißt von Sinus, Rechteck, Dreieck, Wavetable, Window und was es hier alles gibt, String-Oszillatoren, FM2, FM3-Oszillatoren und so weiter. Dazu gehe ich in späteren Tutorials genauer ein. Und diese Oszillatoren sind auch noch verteilt auf 2 Szenen. Das heißt, man hat quasi 2 Synthesizer in einem, die man zusammenschalten kann oder auseinander getrennt miteinander benutzen kann und. Dann gibt es jede Menge Filter, die der Surge Synthesizer hat. Und hier steht zum Beispiel 2 Filtereinheiten mit 8 verschiedenen Konfigurationen und Feedback und allem Möglichen. Und hier wird auch nochmal im Detail darauf eingegangen, welche Filterarten es gibt, also Low-Pass, High-Pass, so Letter-Filter, alles Mögliche, was man schon mal gehört hat, und auch Dinge, die man noch nicht gehört hat, vielleicht.
Dann gibt es Modulation oder Modulatoren. Das heißt, der Search Synthesizer hat etliche LFOs am Start, die man mit verschiedenen Parametern, mit eigentlich fast allen Parametern, also ich habe noch keinen Parameter gefunden, wo das nicht geht, modulieren kann. Und diese LFOs haben dann auch wieder eigene Modulationsmöglichkeiten. Das heißt, man kann so Sachen machen wie ein einfacher Sinus-LFO, man kann aber auch einen Step-Sequencer nehmen oder einen MSEG, also diese Multi-Steps-Envelope-Generator zum Beispiel, oder Random oder. Das ist, kommt alles in einem späteren Tutorial noch. Dann hat der Search Synthesizer noch jede Menge Effekte. Das sind 8 Effekt-Units, die quasi hinten eingereiht werden kann. A und B sind die Szenen, also die, im Prinzip die 2 verschiedenen Synthesizer in einem. Und hier kann man die Effekte schön in Reihe schalten. Hier sieht man schön, wie die dann zusammenarbeiten, also A und B hier zum Beispiel, die dann zusammengehen in so eine Effekteinheit ganz zum Schluss und kann die dann noch kombinieren miteinander. Da sind natürlich so Sachen dabei, hier in dieser Aufzählung, hier steht 24 Effektalgorithmen, so Sachen dann dabei wie EQs, Exciter, Resonator, Distortion, Frequency Shifter, Ringmodulatoren, Tree Monster, Vocoder, Chorus, Flanger, Phaser, Rotary von diesen Leslie Speakern, Delay, Reverbs. Und dann gibt es noch von Air Windows, das ist, ich habe den Namen gerade nicht parat, Chris von Air Windows, der ständig neue Effekte bastelt und von ihm sind hier auch noch 53 weitere Effekte zu den 24 Effektalgorithmen mit dabei. Also das heißt, an Effekten kann man sich hier absolut tagelang, monatelang mit verbringen. So, und weiter unten sind dann noch etliche Hinweise für Entwickler, wer da mitmachen will, für Designer, die da mitmachen möchten, für Tester, die sich die mithelfen möchten, das Produkt zu testen und Fehler zu melden zum Beispiel, Content Creator, wie zum Beispiel auch so ein Tutorial, wenn ihr Tutorials für den Search machen wollt oder wenn ihr Presets machen wollt oder Patches, wie es in dem Fall heißt, für den Search. Hier steht die ganze Info, wie ihr das dem Search-Team zukommen lasst, so damit es in die nächste Version mit eingebracht werden kann oder dass die irgendwo hingelegt werden kann, können, wo sich Leute das runterladen können. Dann gibt es noch eine Community, auch einen Discord-Server, da weiß ich gar nicht, ob der jetzt hier verlinkt ist, aber irgendwo findet man den, spätestens wenn man hier auf Get Involved hier geht. Und eine ganz schöne Geschichte ist, den Search gibt es für Linux, Windows und Macintosh. In der Version 1.9 ist die aktuelle Version, die wir gerade haben, die offizielle. Und dann gibt es noch sogenannte Nightly Builds. Die sind, ich weiß gar nicht, ob die gerade so super aktiv sind, weil zur Entwicklung der Version 1.9 war das Team wahnsinnig aktiv. Könnte auch sein, dass die im Moment gerade so ein bisschen eine Pause brauchen. Das war schon sehr, sehr intensiv. So, und dazu kommt einer meiner Highlights noch. Der Search Synthesizer. Ups. Der Search Synthesizer hat nämlich ein Handbuch. Auf Englisch und auf Deutsch. Und dieses Handbuch ist hervorragend und sogar gegendert. Das heißt, zu jedem dieser Dinge, die hier genannt worden sind, den Effekten, zu den Einstellungen, zu allem Möglichen zum Beispiel, gehen wir zum Beispiel einfach mal, was nehmen wir denn? Effekt Unit Selector, Skins, MIDI Setting, technische Referenz, Effekte allgemein. Oder Oszillator-Algorithmen. Oszillator. So, zum Beispiel sowas wie Window. Es gibt Wavetable und es gibt Window zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, gibt es hier eine wunderbare Beschreibung, was der Window-Oszillator ist. Und dazwischen ist auch immer so ein bisschen suffisanter Humor. Und es ist sehr schön erklärt, wirklich ganz toll, jede Option ist hier gut erklärt, auch mit so kleinen Hinweisen, dass man jetzt nicht das halbe Internet umgraben muss, um zu verstehen, was dahinter steht. Von so einem Handbuch kann sich so mancher Hersteller wirklich eine ganz große Wagenladung an Scheiben abschneiden, weil das ist wirklich vorbildlich. Vor allem dann auch noch in Deutsch. Also da war ich wirklich baff. Das Handbuch ist online auf der Webseite.
Wenn man auf der Homepage ist, hat man da rechts oben steht hier EN Manual und das kann man auf Deutsch umschalten, auf DE, dann auf Handbuch klicken und dann kommt man auf diese Seite. Wie gesagt, das ist eine einzige Webseite hier und wer sich das auch offline runterladen möchte, der kann einfach zum Beispiel im Firefox auf Drucken gehen und diese Seite als PDF drucken und dann hat man quasi ein PDF, was man auch schön durchsuchen kann, weil das ist dann Text in dem PDF und mit Steuerung F für Finden kann man sich dann so entlang hangeln. So, gehen wir jetzt aber erstmal zu dem Search Synthesizer. Jetzt haben wir lang genug über die verschiedenen Features und alles gesprochen, ohne den Synthesizer selber zu sehen. Die ganzen Links packe ich in die Videobeschreibung rein, sodass ihr nicht selber eine Suchmaschine anschmeißen müsst. Und benutzt kein Google, sondern benutzt vernünftige Suchmaschinen wie Startpage, DuckDuckGo oder MetaGear oder irgendwie sowas in der Richtung. So, das ist der Search Synthesizer und mit der Version, ich glaube 1.9 auch, kam dieses Skin mit dazu, das Royal Search. Das ist ein super schönes Skin. Ich persönlich, auch wenn ich es total hübsch finde, bevorzuge eher das alte Dark Skin. Und da gehe ich einfach hier unten auf den Menü-Button unten rechts, klicke da drauf, hier auf Skins. Da ist der Royal Search ausgewählt. Es gibt noch den Classic, das ist der helle. Bin jetzt zurzeit nicht so auf hell, sondern eher so auf dunkel. Und dann gibt es noch den Search Dark. Den mag ich aktuell am liebsten, weil der sich so in die, ja, in die etwas dunklere Umgebung meines Desktops besser einpasst und mir nicht die Augen ausbrennt, wenn er aufgeht. So, ich finde den auch besser lesbar, schöner, abgetrennt, keine Ahnung, gefällt mir einfach besser, aber es ist wirklich nur Geschmackssache. So von der Schönheit würde ich den Royal Skin nehmen, aber von der Bedienbarkeit oder vom Lesen her ist mir der eigentlich am liebsten. So, gehen wir einfach vielleicht nochmal hier in das Menü rein. So, wenn ich das Menü aufmache, gibt es hier oben MPE Options, da kann ich jetzt MPE erlauben. Das heißt, anschalten, wenn ich jetzt ein MPE-Gerät hier dran habe oder mit meiner DAW MPE, zum Beispiel Micropitches benutze oder irgendwas in der Richtung, muss ich natürlich MPE anmachen. Das ist standardmäßig nicht an, muss eigentlich auch nicht. Dann kann man hier noch die verschiedenen Parameter für MPE ändern und ja, das ist alles möglich zu MPE. Bei Tuning kann man sich zum Beispiel verschiedene Tonskalen reinladen. Es gibt ja von dieser Software Scala mit den SCL-Dateien. Gibt es, weiß ich nicht, über 1000 verschiedene Tonskalen mittlerweile, die man auch kostenlos runterladen kann. Ich habe da auch mal was in einem anderen Video dazu gesagt und ich werde auch noch mal die Links zu Scala und den Downloads in die Videobeschreibung reinpacken. Dann gibt es natürlich den Standard Zoom, den man einschalten kann. Dann kann man von 100%, 150% passt sich hier, glaube ich, am besten rein oder 175. Ne, es geht sogar noch ein bisschen größer. Ups. Ne, das sind so feste Zoom-Stufen. 175 ist doch schön. Schön groß auf jeden Fall. So. War mal bei Zoom. Dann kann man das hier noch relativ machen, Shrink und Grow, also verkleinern, vergrößern. Zoom to Largest, Zoom to Smallest, Zoom to Default. Und dann kann man noch sagen, das, was ich gerade eingestellt haben soll, mach mir bitte als Standard und so weiter. Dann zu den Skins. Dann gibt es sogar noch ein Tutorial, wie man Skins für den Search macht. Also wenn man jetzt einen Skin für den Search erstellen will, kann man hier welche reinladen. Den aktuellen Skin kann man neu laden, also das ist wahrscheinlich für die ganze Skin-Entwicklung und ja, hier die ganzen Entwicklungstools mit dazu. Jetzt gibt es die User-Settings, das Mouse-Behavior. Mouse-Behavior ist nichts anderes. Ihr kennt es vielleicht aus anderen VSTs, dass man mit einer Maus auf so einen Regler geht und dann zieht man den rum. Und die Maus geht immer weiter herüber und der Regler bewegt sich eigentlich relativ langsam. Das haben so manche VSTs aus historischen Gründen oder was auch immer, sodass man einfach feiner einstellen kann.
Und die bei den User Settings des Mouse Behavior macht genau das. Das heißt, man kann hier auf Legacy, Slow, Medium oder Exakt. Ich habe bei mir Exakt eingestellt, das heißt, da wo die Maus ist, soll auch der Regler sein. Und Show Cursor while Editing auch. So. Patch Default, man kann mal so ein Default Patch einstellen. Patch ist eben ein Preset und Default, also standardmäßig ist hier das Init Team, also das Init Preset. Das heißt, ich habe hier so einen ganz einfachen Sound. Und wenn mir der überhaupt nicht gefällt, kann ich hier einfach einen komplett anderen einstellen und den als Standard einstellen. Value Displays kann man einstellen, ob diese ganzen Wellen super exakt präzise sind oder einfach nur so ungefähr, wo das mittlere C ist bei C3, C4, C5. Und dann gibt es noch einiges hier zum Workflow. Mit individuellen Outputs, dann hier zum MSEC gibt es noch Einstellungen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann hier noch einiges einstellen. Dann kann man noch die Datenpfade einstellen, wenn man zusätzliche Presets auch noch hat. Und zu den MIDI-Settings kann man auch noch mal einiges einstellen. Das heißt, man kann hier eine ganze Menge oder man kann den Search an eine ganze Menge Umgebungen anpassen. Hier hat man dann noch so direkte Links, um die Entwickler zu erreichen, um den Code durchzulesen, wenn man das möchte, um zusätzlichen Content runterzuladen auf die Search-Webseite und den Search-Manual, sodass ihr nicht extra den Browser den Bookmark setzen müsst oder das irgendwie extra abspeichern müsst. Und About Search ist dann einfach nochmal eine Information, welche Version das zum Beispiel ist, wann die erstellt wurde. Das ist eine Linux 64-Bit VST3 Version und der Plugin-Host ist Bitwig Studio. So, da klicke ich jetzt einfach wieder drauf. Jetzt gehen wir einfach mal so ganz grob über den Search rüber, damit man so einen Eindruck bekommt, was da alles ist. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt mit den Szenen A und B hier oben links. Und Szene A und B sind im Prinzip zwei Synthesizer. Das heißt, jede Szene hat hier Oszillatoren, nämlich drei an der Zahl. Und ich kann die Szenen entweder im Single-Modus benutzen oder ich kann sie in verschiedenen anderen Modi benutzen. Also das heißt zusammen oder getrennt oder wie auch immer. Dann gibt es hier den Patch-Browser oder den Preset-Browser. Wenn ich hier mit dem Rechtsklick drauf gehe, dann kriege ich in der aktuellen Kategorie alle Presets oder Patches angezeigt. Klicke ich hier mit der linken Maustaste drauf, dann kriege ich alle Kategorien angezeigt und kann dann hier in die verschiedenen Kategorien reingehen. Das heißt, von hier die Factory Patches sind alles von ursprünglich mitgeliefert und die Third-Party-Patches sind, da legt mich bitte nicht fest, entweder auch mitgeliefert oder ich habe die tatsächlich auch mal runtergeladen. Das ist leider zu lange her, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt Linksklick hier mache und mir jetzt zum Beispiel so ein Patch aussuche, Joning, dann sehe ich hier oben in diesem Display Kategorie Pads, Patch Joning bei Class ist der Ersteller. Dann kann ich hier die Kategorie hoch und runter gehen und den Patch hoch und runter gehen. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Joning, kann jetzt einen Patch weitergehen in der gleichen Kategorie. Oder ich kann einfach eine Kategorie hier weitergehen. Okay, Drum ist jetzt nicht so besonders das Polysynth 1804. Und kann jetzt wieder in dieser Kategorie Polysynths per Patch hin und her schalten oder einen Rechtsklick machen und mir dann angucken, was habe ich denn hier. Filtermode. Und kann hier jetzt einfach weiter. Wenn ich etwas an einem Patch geändert habe, kann ich das hier auch mit dem Store abspeichern. So, hier habe ich nochmal den Status, kann hier MPE anschalten. Ein spezielles Tuning, hier Load Scala Tuning einschalten und hier kann ich auch nochmal direkt den Zoom Level ändern. Dann kann ich hier mit den einen Effekt Bypass machen, das heißt mit Off ist der Bypass Off,
Das heißt, alle Effekte sind aktiv und jetzt kann ich hier noch unterschiedlich die, den Bypass mir auswählen. Und dann gibt es noch den Charakter in 3 Stufen. Das heißt, der Synthesizer klingt hier warm, dann klingt er hier neutral und hier bright. Das ist einfach nur so eine Einstellung, würde ich jetzt mal behaupten, im Sinne von, dass hier einfach weniger und mehr Höhen betont werden. Bei Bright sind es halt wesentlich mehr Höhen, bei Neutral normal viel Höhen und bei Warm sind eher so die Höhen ein bisschen weg. So, und dann gibt es hier eine weitere Kategorie mit den Band Depth, also die Bandtiefe. Das sind diese Rollrädchen an der linken Seite eurer MIDI-Controller oder Synthesizer. Die kann man hier einstellen. Hier kann man Playmode einstellen, ob es ein Polyphoner, Monophoner oder die verschiedenen anderen Modi sind, die man einstellen kann. Man kann hier ein Oszillator FM-Routing einstellen, unterschiedlichen Routings, sodass er unterschiedlich klingt. Man kann hier eine Filterkonfiguration einstellen. Die Filter sind hier unten. Filter 1, der zeigt hier rüber und Filter 2 zeigt hier rüber. Hier ist nichts ausgewählt. Klickt man einfach rein und kann dann die verschiedenen Filter hier auswählen. Dann gibt es hier noch den Szenen-Output. Das Szenen-Output hat wieder was hier mit diesen Szenen zu tun. Das heißt, wie viel Output die entsprechende Szene hat. Szene A mache ich einen Output insgesamt von weniger und Szene B hat zum Beispiel einen vollen Output, Vollvolumen. Kann ich das Panning machen? Ich könnte zum Beispiel Szene A nur auf links und Szene B auf rechts. Das Effekte-Level kann ich hier noch beeinflussen. Dann geht es hier weiter mit der Szene allgemein. Das heißt, ich kann hier die gesamte Szene in der Tonhöhe nochmal um eine Oktave höher, Grundoktave niedriger einstellen. Hier kann ich das nochmal feinpitchen oder einen Portamento einstellen. Hier ist ein ganz wichtiger Bereich der Mixer, die Mixer-Sektion. Das ist für die Oszillatoren auch ganz wichtig. Da komme ich dann in dem Tutorial über Szenen und Oszillatoren dazu. Die Filter hatten wir hier ja nochmal. Mit den Wave-Shapern kommt das hier dazu. Dann habe ich hier einen Filter-Envelope-Generator, wo ich die Filter per ADSR steuern kann. Dann einen Amplitude-Generator, wo ich die Lautstärke steuern kann. Und hier unten kommen wir dann zu den Makros, die ich hier belegen kann. Dann hier die verschiedenen Werte, die ich mit zum Beispiel mit einem MIDI-Keyboard steuern kann. Hier zum Beispiel die Velocity. Da kann ich jetzt mit der Velocity zum Beispiel den Pitch hier steuern. Das heißt, je stärker ich die Taste drücke, desto weiter geht es im Pitch hoch. Und wenn ich nur so ein bisschen drücke, dann passiert da nichts. Zum Beispiel. Und entsprechend auch noch andere Werte hier. Modwheel, Pitch Bend, Breath, Sustain, MPE, Timbre, Alternate, alles mögliche hier. Filter EEG, Key Tracking und so weiter. Und dann gibt es hier die verschiedenen LFO-Modulatoren. Da habe ich 6 Stück davon. Pro Oszillator, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und dann gibt es die Szenen-LFOs. Das heißt, ich habe pro Szene nochmal zusätzlich 6 Oszillatoren. Ich klicke gerade mal den hier an, weil ich das wissen wollte. Ach, das sieht man jetzt nicht. Okay, aber egal. So, das heißt, ich habe pro Szene nochmal globale LFOs, die ich für die gesamte Szene, die 3 Oszillatoren für jeweils eine Szene, hier benutzen kann, irgendwelche Parameter hier verändern kann. Und hier unten habe ich dann das Feld für die LFOs. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt einfach mal umstelle und die Rate nicht erhöhe, sondern erniedrige und hier dann umstelle, sehe ich die verschiedenen LFO-Einstellungen. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Wellenformen drin. Ich kann es unipolar machen, ich kann es bipolar machen, ich kann hier die Form, Amplitude und so weiter, alle möglichen Geschichten machen. Dann habe ich hier einen Step-Sequencer, ich kann random Geschichten nehmen oder wie auch immer. Und hier hinten habe ich dann noch einen LFO-Envelope-Generator. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine, nehmen wir vielleicht einfach mal so eine Rechteckwelle, dann kann ich hier so ein Attack
definieren, sodass diese Rechteckwelle erst langsam anfängt und ich kann das wie einen ganz normalen Envelope Generator machen. Und kann mir dann diesen Effekt oder diesen LFO, den ich auf irgendeinen Parameter hier mappe, kann ich dann noch mit diesem Envelope Generator versehen. So, und dann kommen wir ganz rechts hier oben, ist der Output, ist der globale Output des gesamten Synths. Und darunter geht es jetzt los mit der Effektsektion. Und bei der Effektsektion sieht man hier wieder Szene A und Szene B übereinander. Und bei Szene A kann man hier jetzt noch Effekte hinzufügen. Da sind schon zwei Effekte drin. Einmal einen Delay und einmal einen EQ. Dann ist hier ein SendFX Reverb drin. Und im B ist noch gar nichts drin, zum Beispiel. Und hier kann ich natürlich auch noch bestimmen, wie stark diese Sends dann oder wie viel von diesen Sends dann auch tatsächlich rausgehen. Und dann gibt es natürlich für die verschiedenen Effekte, die wir hinten haben, jede Menge Möglichkeiten für den EQ, für den Exciter, noch ein grafischer EQ, ein Resonator, Distortion, Tape, Frequency Shifter, Ringmodulator, Tremonster, Vocoder, Chorus, Flanger, Phaser, Rotary, Delay, Reverb 1 und Reverb 2. Oder man macht es einfach auf Off. So, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und je nachdem, was man für einen Effekt hier ausgewählt hat, bekommt man hier auch noch jede Menge zusätzliche Einstellmöglichkeiten für diesen entsprechenden Effekt. Eine kleine Sache ist mir immer mal wieder aufgefallen, ich weiß nicht warum das ist, wenn bei bestimmten Effekten, die man auswählt, achtet unbedingt unten auf den Mix. Bei etlichen Effekten steht der Mix auf 100% und da wundert man sich am Anfang, man drückt drauf und es klingt irgendwie komisch. Normalerweise ist ja das trockene Signal ganz links, also 0%. Und dann zieht man es normalerweise irgendwas bei 20, 30 oder 50% rein maximal, normalerweise. Also in normalen Umgebungen hat man das so bei 20-30%, 50 eher. Und wenn man irgendwas Sounddesign-mäßiges machen will, dann zieht man den schon mal irgendwie höher, wenn man dann so ein komplett verhalltes Ding haben will. Und natürlich auch die Breite, man kann das nochmal richtig ordentlich breit machen. Und dann eben auch nochmal mit den Modulationen und so weiter. Das heißt, das ist der komplette Übersicht erstmal über den Surge Synthesizer, was der einfach erstmal so hat. Und die Details, die mache ich in den kommenden Tutorials. Ich hoffe, das hat euch mal so ein bisschen einen Eindruck gegeben über diesen Synthesizer. Ladet ihn auf jeden Fall runter, er ist es wert. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht so schickimicki aussieht wie andere Synthesizer heutzutage. Aber das Ding ist einfach ein Monster. Das kann richtig, richtig viel. Und auch zum Beispiel beim Thema Wavetable kann der, soweit ich weiß, alle Wavetables zum Beispiel von Serum reinladen. Und da gibt es auch etliche freie Wavetable-Packs, die ihr runterladen könnt. Also könnt ihr euch mit Tod schmeißen mit den ganzen Sachen. Wenn ihr unbedingt Patches oder Presets dauernd anhören wollt oder nicht selber entwickeln wollt, es gibt wirklich genügend Material für den Surge Synthesizer. Guckt ihn euch an, ganz, ganz heißer Tipp. Und experimentiert mit ihm rum. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, sehe ich euch in dem nächsten Video für den Surge Synthesizer oder bei den Bitwig-Videos oder bei den anderen Tutorials, die ich mache, die auch unabhängig von Musik meist mit Computer zu tun haben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und ja, dann drückt das Glöckchen und dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.